Hello, welcome, I'm Yashi. Ich habe keine abgeschlossene Ausbildung, kein abgeschlossenes Studium. How much does it cost? Yada, right? Ich bin mir dessen bewusst, dass ich zu den Top-Verdienern in Deutschland zähle. Man muss mit diesen Claims natürlich immer sehr aufpassen. Es gibt immer diese Beispiele. Ich glaube sogar Sam Altman, der CEO von OpenAI, hat sein Studium abgebrochen, also de facto auch kein abgeschlossenes Studium oder eine abgeschlossene Ausbildung. Das heißt aber nicht, dass man ohne etwas zu können viel Geld verdienen kann. Es ist heutzutage wirklich zum ersten Mal so, dass großflächig auch mehr und mehr ein Bewusstsein dafür aufkommt, dass etwas können und etwas auf dem Zettel stehen haben, dass du es kannst, also in Form eines Zertifikats durch eine Ausbildung oder Studium, nicht zwangsläufig das Gleiche sind. Moin Leute, ich bin Yashi, 28 Jahre alt und arbeite als Customer Success Manager in Berlin. Auch hier wichtig, ich glaube, der Titel ist ja IT-Job ohne Abschluss. Customer Success Manager ist immer sehr diskussionswürdig, ob das wirklich ein IT-Job ist, denn Customer Success Manager begleitet Kunden von IT-Produkten, in der Regel Software, dabei Erfolg mit diesen Produkten zu haben. Ob das jetzt wirklich ein konkreter IT-Job ist, weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall keine Entwicklung. Es ist eher eine Beratung und Produktberatung, wenn man so möchte. Was hast du da in der Mitte? Dann nehme ich davon einfach eine Hälfte. Danke euch, schönen Tag noch. Ich fange normalerweise um 9 an, manchmal sogar einen Tick später. Das finde ich super. Ich bin nämlich Langschläfer. Also ich mag das von zu Hause arbeiten eigentlich total, weil ich habe relativ starkes ADHS. Wenn ich jetzt irgendwo bin in einem Office und dann 8 Stunden mit Kunden telefoniere, gehe ich wahrscheinlich auch dann den Mitmenschen ein bisschen auf den Wecker. Dann legen wir los, ne? Ich muss ein bisschen vorsichtig sein, wie ich das jetzt ausdrücke, aber man muss natürlich aufpassen, wie man das Ganze hier betrachtet. Wir haben hier jetzt einen jungen Mann, ich weiß nicht, ich glaube, er hatte gesagt 28, verdient anscheinend überdurchschnittlich gut, hat keine Berufsausbildung, kein Studium, läuft hier in Jogginghose und Schlabberpulli rum, fängt immer erst um 9 Uhr an zu arbeiten. Das zeichnet natürlich alles ein sehr unkonventionelles Bild und vor allem ein Bild, was, sage ich mal, entgegen der typischen Arbeitsmoral geht, die wir hier in Deutschland kennen mit früh aufstehen, hart arbeiten, Dresscode und so weiter und so fort. Ich will aber nochmal betonen, man muss hier aufpassen, dass man deswegen nicht denkt, dieser Typ kann nichts. Vermutlich, wenn er überdurchschnittlich viel verdient, wird er schon etwas können. Ansonsten würden Firmen ihm dieses Geld gar nicht erst zahlen. Mein Job ist es, dass ich Startups beibringe, wie sie Kundensupport-Software nutzen. Kundensupport-Software nutzt du jeden Tag, ohne es zu wissen, für jede einzelne Retoure, für jede Kontaktaufnahme mit jetzt einem irgendeinem Business. Kurzer Check. Das Ganze könnte man sagen, ist ein IT-Job. Ich würde aber fast eher sagen, dass der ganze Job im Bereich Sales ansässig ist. Man kann das nicht immer unbedingt eindeutig trennen, aber Sales-Jobs sind eben sehr interessant, weil, das muss man verstehen, auch wenn er quasi Leuten hilft, die Software zu benutzen, sorgt er quasi auch automatisch dafür, dass Leute diese Software richtig nutzen und länger Kunde des Unternehmens bleiben und dem Unternehmen somit auch mehr Geld bezahlen. Und diese umsatzwirksamen Berufe, also vor allem im Sales, wo du direkt dafür verantwortlich bist, dass Kunden Geld bezahlen oder länger Kunde bleiben und deswegen mehr Geld bezahlen, sind in der Regel wirklich gut bezahlt, vor allem wenn man gut darin ist. Und das sind auch häufig Jobs, wo man als Quereinsteiger oder ohne Ausbildung Co. eben auch reinsteigen kann, muss ja aber eben häufig auch damit rechnen, dass es eine sehr leistungsgetriebene Branche ist. Sprich, wenn du nicht so viel leistest, kommt schnell auch mal eine Kündigung und wenn du sehr viel leistest, kannst du eben auch exorbitant viel verdienen. Das alles läuft. Wenn sich die Kopfhörer dann wieder nicht verbinden wollen, das ist immer das Beste. Olga, can you hear me? I can't hear you. Test, test, test. 1, 2, 3. Yeah, I can get you. Perfect. Mein Arbeitsbereich ist Europa, Mittlerer Osten und Afrika. Sprich, mein Kunde kann aus London kommen, aber er kann auch aus Südafrika kommen. He said at the start that you have... Okay, er arbeitet also für ein US-Unternehmen. Die zahlen in der Regel ja auch nochmal überdurchschnittlich viel, wie man weiß. Und er betreut quasi Kunden, wie er gesagt hat, quasi unseren gesamten, ich hoffe, ich sage das jetzt richtig, Breitengrad. Also quasi die Zeitzone, in der wir hier in Deutschland auch sitzen, nur eben nördlich und südlich davon.
Macht natürlich auch Sinn, wenn man dann hier in Deutschland ansässig ist, diese Längen und Breiten gerade zu betreuen. Ist natürlich nicht so günstig, wenn man jetzt, sag ich mal, in San Francisco sitzt, was irgendwie 9 Stunden verschoben zu uns ist, da irgendwie dann die Kunden aus zum Beispiel Südafrika zu betreuen. I have like a couple of problems. So it shouldn't be the problem. Like normally you don't have internet problems, all works fine. It's just like Zendesk loading not like quick enough. Maybe the place where the server is the problem because it's just like too far away. I'll have to check with the solutions architect for that if we can find a workaround. I'm not aware of one, so normally that means that there is none, but maybe there's like something we can MacGyver. Eine große Schwierigkeit für vor allem meine Kunden, weil es Startups sind, ist, dass sie nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Die Software ist riesig groß, man kann ganz, ganz viel damit machen und es ist so ein bisschen wie Lego. Du kriegst nur leider keine so gute Anleitung. Da müssen wir vor allen Dingen dann ansetzen und den Kunden an die Hand nehmen und da durchleiten durch seine ersten 10 Stunden mit Zendesk. Also wie ich gerade gesagt habe, er hilft Kunden quasi, dieses Programm zu verstehen und es auch vernünftig zu nutzen. Das ist wirklich, wirklich wichtig, weil ich arbeite beispielsweise auch für ein junges Startup aktuell noch, was ein Softwareprodukt hat. Und am Ende ist fast 80% der Entscheidung, kaufe ich dieses Produkt oder nicht, wie die Leute in der ersten Zeit, also wirklich in den ersten Stunden, die Erfahrung mit diesem Produkt machen. Also wie sie sich fühlen, während sie dieses Produkt nutzen. Haben sie das Gefühl, wow, das bringt voll viel und hat Möglichkeiten? Oder haben sie das Gefühl, das ist kompliziert und nicht das Richtige für uns? Und wenn er, wie da gerade stand, irgendwie 40 bis 60 Kunden im Quartal betreut, kann man ja mal grob über den Daumen peilen, wenn jetzt zum Beispiel, ich sag mal, im Schnitt so ein Kunde 1.000 Euro pro Monat zahlt, das kann auch durchaus mehr sein, sind das 1.000 Euro im Monat, also 12.000 Euro im Jahr, die so ein Kunde zahlt, in der Softwarebranche, riesige Margen. Wenn er da wirklich 40 bis 60 Kunden betreut, sagen wir mal 50 Stück, die 10.000 im Jahr zahlen, sind das schon 500.000 Euro Umsatz, die diese Kunden im Jahr bringen. Und wenn er natürlich da am Hebel sitzt, ob diese Kunden nachher 500.000 Euro im Jahr dem Unternehmen zahlen oder nicht, ist er natürlich ein sehr wichtiger Spieler in diesem gesamten Konstrukt. Und wie gesagt, das ist auch so häufig der Grund, warum hier viele so viel Geld verdienen. Ich werde dann nachher auch nochmal ein bisschen tiefer einsteigen und euch mal ein bisschen zeigen, was man wirklich im Sales so verdient, auch im IT-Sales. Und glaubt mir, werden euch die Augen ausfallen. And then we see nothing, that's perfect. Maybe it's Requester. Can you type in Requester? There we go. Thank you. Bye bye. Also der Call lief erstmal eigentlich gut. Der Erfolg ist, dass die Kunden am Ende nach dem Startup-Programm Bock auf das Produkt, auf die Software haben und das weiter nutzen und dafür bezahlen. Brauche ich dafür 10 Calls, 50 Calls oder irgendwas dazwischen? Ist am Ende komplett egal. Es geht am Ende natürlich ums Geld, was dabei rumkommt für die Firma. In 21 Minuten, also 20 Minuten und ein bisschen, fängt schon wieder der nächste Call an. Hello, how are you doing? Das ist natürlich jetzt mal super spannend, den Werdegang anzugucken, denn er hat keine Berufsausbildung, aber mal gucken, was er dennoch so für Erfahrungen hat. 2013, also knapp vor 10,5 Jahren wahrscheinlich, dann sein Abitur gemacht, dann angefangen zu studieren nach einer kurzen Pause, Theologie und Philosophie, also Geisteswissenschaften, brotlose Kunst, hat das dann nach 4 Jahren abgebrochen, ist dann 2019 bis 2020 Customer Service Associate gewesen, also quasi eine Einstiegsstelle in dem Bereich, wo er jetzt auch arbeitet. Dann nachher Global Service Agent, Sales Lead Manager 2021 bis 2022 und jetzt Customer Success Manager bei Zendesk. Also Zendesk, riesiges Tech-Unternehmen in den USA, die zahlen allgemein sehr, sehr viel, vor allem wenn man viel kann. Und wie gesagt, davor war er schon Sales Lead Manager, Global Service Agent und so weiter. Also er hat auch schon Sales-Erfahrung mitbringen können und Berufserfahrung. Und das ist hammer, hammer wichtig. Das empfehle ich auch immer ein, egal ob du ein Studium machst oder nicht. Sammle einfach Erfahrung, weil das ist am Arbeitsmarkt mehr wert als alles andere. Wenn du ein Studium machst, nebenbei Werkstudententätigkeiten ausführst und dadurch Arbeitserfahrung sammelst, du wirst beim Einstieg mehr verdienen als deine Kommilitonen, die es nicht getan haben. It's never negative to know more about your potential client. So ask them about like, hey, how quickly do you want to sell? Is there like a prior on this? How much does it cost? Blah, 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 yada, 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 right? And then we can just like go from there and collaborate again, right? Thank you. Bye, bye.
Sie wollten diesen Core jetzt haben, weil Sie gemerkt haben, Sie nutzen nicht das komplette Potenzial der Software. Und deswegen habe ich da jetzt nochmal ein bisschen Best Practices. Auch natürlich wichtig zu beachten, das ist bei dem Startup, wo ich zum Beispiel nebenbei arbeite, auch so, man muss natürlich gut Englisch können. Also auch bei mir, ich arbeite full on in Englisch und da muss man natürlich auch ein gewisses Sprachlevel beherrschen. Wenn man hier Kunden von United Kingdom bis runter nach Südafrika betreut, da muss man natürlich keine oder darf man keine Probleme haben in der Kommunikation. Man muss alle Fragen verstehen können, alle Fragen einwandfrei beantworten können. Man muss natürlich die Software kennen und so weiter und so fort. Und allein das sind ja schon Skills für sich, die man erstmal mitbringen muss. Das ist eben nicht beigebracht, aber einfach vermittelt. Das war perfekt. Das war genau so, wie es laufen muss. Soot. Mhm. Lunch? Foodington? Yes. I will go to Sahara. Halloumi and chicken, yeah? Ja. Mhm. Erdnuss und scharf, aber gerne ein bisschen extra Joghurt. Genau, einfach rauf. Super, danke dir. Danke dir. Schönen Tag euch. Ciao, ciao. Willst du was gucken oder nicht? Was denn? Friends? Nee, was ist das für eine Frage? Wann haben wir jemals etwas anderes geguckt? Okay. Cringe! Er sagt es. Cringe. Nein, das ist natürlich nicht cringe. Wenn man eine Freundin hat, mit der Serien guckt, dann kann man auch solche Dinge tun. Ist natürlich dann nur cringe, wenn man es natürlich bei einer YouTube-Serie macht, die, keine Ahnung, 1 Million Leute schauen, bei lohnt sich das. Aber hey, gibt Schlimmeres. Ich wohne relativ günstig und ich habe einfach sehr viel Glück gehabt, weil das ist die Wohnung von meiner Freundin. Und ich war damals auch auf Wohnungssuche und sie hat dann gesagt, hey, deine Wohnungssuche ist super unerfolgreich, du kriegst gar nicht gebacken, willst du bei mir einziehen? Habe ich irgendwelche Versicherungen? Haftpflicht. Perfekt, super. Also keine Hausrettung, gar nichts. Mhm. Ich finde den Typen irgendwie lustig, weil der wirkt natürlich auch so ein bisschen hilflos. Seine Wohnungssuche war unerfolgreich, Geisteswissenschaften studiert, abgebrochen, fragt seine Freundin, welche Versicherung er hat und so weiter und so fort. Aber das zeigt ja umso mehr, hey, man muss im Leben bei weitem nicht alles können. Es reicht, wenn man einige wenige Dinge gut kann. Ja, als nächstes wühle ich mich weiter durch E-Mails. Wie man hier sieht, ich habe hier noch einen ganzen Batzen offen. Also jetzt ungefähr liegen wir hier bei 90 E-Mails. Klar, das ist jetzt nicht so spannend wie irgendwie ein Babydelfin zu retten oder irgendwie sowas, aber es ist natürlich trotzdem part of the job. Also Motivationsprobleme bei den E-Mails, ich glaube, das hat jeder irgendwann mal. Club Mate hilft. Und am Ende heißt es dann einfach Augen zu und durch. Brutto pro Monat bekomme ich 7.250 Euro. So, jetzt Buddha bei die Fische, er nennt sein Gehalt. Er hatte, wenn ich es richtig gesehen hatte, vor circa, also August 23, circa 10 Jahre davor sein Abi gemacht. Circa 5 Jahre oder 6 Jahre dauerte es, bis er sein Studium abgebrochen hat. Hat also gerade circa 3,5 bis 4 Jahre Berufserfahrung zu dem Zeitpunkt, 7.200 Euro brutto. Das ist natürlich für 4 Jahre Berufserfahrung sehr, sehr gut. Das bekommst du bei einem deutschen Unternehmen nicht wirklich gezahlt. Da würden dir wahrscheinlich alle einen Vogel zeigen. Gut, im Sales ist es auf jeden Fall machbar. Da kenne ich sogar sehr viele, die in dem Rahmen verdienen. Ich kenne auch Leute, die haben mit 3, 4 Jahren Berufserfahrung schon im 5-stelligen Bereich verdient. Wie gesagt, das ist aber auch ein bisschen der Profession eines Vertrieblers geschuldet. Oder eines Vertrieblers ist ja nicht unbedingt, aber im Sales-Bereich eben geschuldet. Aber dennoch, er hat recht, er verdient sehr, sehr viel Geld. Da gibt es viele Leute, die deutlich weniger verdienen, also auch Ärzte, das Beispiel habe ich ja schon mal gebracht, auch Ärzte verdienen nicht unbedingt mehr als er. Klar, Chefarzt mit eigener ambulanter Praxis im Krankenhaus verdient mehr, aber wenn du wirklich jetzt mal von der Uni gehst und gerade deinen Facharzt machst und Assistenzarzt bist und so weiter und so fort, da plackst du doppelt so viele Stunden und verdienst immer noch weniger. Also das ist schon krass, was man hier wirklich verdienen kann. Das heißt, am Ende auf meinem Bankaccount sind dann 4.266 Euro. Ich bin mir dessen bewusst, dass ich mit meinem Gehalt... Also auch hier 4.266 Euro netto, kann man sich wirklich eher weniger beschweren. Das ist wirklich schon sehr, sehr stark. Vor allem er jetzt alleine als junger Mann. Ich weiß jetzt nicht, ob die Freundin auch noch einen Job hat oder so, aber davon kann man schon leben. Ich sag mal so, von 4.200 netto kann man auch leben.
einen Partner haben und noch Kinder haben. Es gibt Leute, die haben 2 Kinder, einen Partner und müssen von deutlich weniger leben. Also das ist wirklich schon sehr krass. Zu den Topverdienern in Deutschland zähle. Andererseits zeigt es mir aber auch, dass ganz, ganz viele Menschen mit wichtigeren Jobs zu wenig verdienen. Vermutlich wäre mein Gehalt ein bisschen niedriger, wenn ich bei einer deutschen Firma arbeiten würde. Allerdings habe ich mittlerweile auch Angebote von deutschen Firmen bekommen, die in dem gleichen Gehaltsspektrum sich abspielen oder sogar noch darüber liegen. Ich will jetzt noch mal ein bisschen tiefer in diese Sales-Thematik eintauchen und euch ein paar Gehaltsmöglichkeiten zeigen, die es hier so gibt. Er hat gerade gesagt, er hat auch schon von deutschen Firmen ähnlich viel angeboten bekommen. Er hat recht, man bekommt bei Amis mehr gezahlt und da zeige ich euch jetzt mal so 3 Profile, wie viel man da so verdienen kann. So, das hier ist jetzt einmal das erste Profil, das ist der Sales Assistant, also ein Verkaufsassistent, auch bei Zendesk, also genau bei der Firma, wo er quasi auch arbeitet. Das sind jetzt amerikanische Gehälter. In Deutschland verdient man entsprechend nochmal ein bisschen weniger. Aber einfach um ein Gefühl dafür zu bekommen, was hier wirklich alles möglich ist. So ein Sales Assistant ist man meist beim Berufseinstieg, deswegen auch Assistant. Hier sieht man, im Schnitt verdient man da um die 100.000 Dollar. Umgerechnet sind es wahrscheinlich auch ca. 90.000 bis 100.000 Euro. Man sieht aber auch hier, das Grundgehalt liegt bei ca. 70.000 und man bekommt nochmal ca. 10.000 in Stock, also in Aktien, und nochmal ca. 25.000 in Commissions, also sprich durch Erfolgsgehälter. Und da sieht man natürlich auch hier hinten, das kann natürlich auch alles schwanken, abhängig davon, wie erfolgreich du bist. Wenn du dann nachher schon einiges an Erfahrung im Sales-Bereich gesammelt hast und beispielsweise jetzt bei Zendesk Regional Sales Manager bist, also für eine ganze Region der Sales verantwortlich und der das Ganze so ein bisschen managt, kannst du schon einiges mehr verdienen. Wenn du das Ganze in den USA bist, verdienst du on average 322.000 Dollar. Hier sieht man natürlich, dass der fixe Gehaltsbaustein, ich gehe nochmal kurz zurück, hier ihr seht, der fixe Gehaltsbaustein ist relativ groß. Hier wird der fixe Gehaltsbaustein relativ klein. Man verdient dennoch ca. 140.000 Dollar Grundgehalt, dann nochmal fast das gleiche, 100.000 Dollar an Kommission, also erfolgsabhängigen Vergütung, dann nochmal ca. 48.000 Euro Bonus. Der ist häufig dann auch von dem Gesamterfolg eines Unternehmens abhängig und nicht nur von deiner eigenen Leistung. Und zu guter Letzt nochmal 36.000 Euro Stock, und so setzt sich dann das Gesamtgehalt zusammen. Und last but not least, wenn du in den Sales-Bereich reingehst bei so einer Softwarefirma und richtig, richtig gut bist und wirklich 15 Jahre, 20 Jahre Erfahrung hast und zu den Top-Playern gehörst, dann kannst du auch Senior Vice President werden, also wirklich jemand mit sehr viel Verantwortung im Sales-Bereich. Und dann gibt es natürlich noch mal eine ganze Stange mehr an Geld. Und zwar 672.000 Euro im Schnitt bei Zendesk, wie gemerkt. Das ist jetzt das Unternehmen, wo er auch arbeitet. Gibt natürlich viele Firmen, wo es deutlich weniger gibt, vor allem in Deutschland. Also wenn man wirklich in der Klasse spielt und so gut auch ist und nachgefragt, würde ich auch jedem empfehlen, nicht in Deutschland zu arbeiten. Riesig viel Geld, wieder etwas weniger Base Pay, also Grundgehaltsbaustein, den man quasi jedes Jahr bekommt, von nur noch 41% mit ca. 277.000 Dollar. Dann, und das hat sich jetzt hier auch getauscht, jetzt ist der zweitgrößte Baustein schon Stock, also quasi Unternehmensbeteiligung in Höhe von 145.000 Dollar circa. Dazu kommen dann nochmal Commissions, also erfolgsabhängige Dinge und so, von 140.000 Dollar und ein Bonus, abhängig vom Unternehmenserfolg, von circa 110.000 Dollar. Ja, und wenn man wirklich krass ist in diesem Bereich und sich dem Ganzen zuschreibt, Unternehmen zu helfen, krass zu wachsen und krass viel Geld zu verdienen, dann kann man sich in der Regel auch darauf einstellen, dass man selber krass viel Geld verdient. Wie gesagt, als Senior Vice President im Sales-Bereich bei Zendesk zumindest verdient man da im Schnitt fast 700.000 Euro. So, aber wenn wir jetzt mal wieder in die Sphären der etwas realistischeren Gehälter zurückkommen und du wissen willst, was jemand in der IT-Branche verdient, der nicht verkauft, sondern der etwas programmiert, also ein Programmierer, dann schau dir dieses Video an, da reagiere ich nämlich darauf, was ein Programmierer verdient und ob das auch für alle realistisch ist.